皆さんこんにちは。私はアームズのプロデューサーの矢吹です。皆さん今アイアスクをご覧いただいてますね。 Was geht ab, liebe Friends? Draußen ist momentan so ein bisschen Gewitter angesagt, während ich das hier drehe. Aber ich wollte eigentlich sagen, ich glaube nicht, dass euch das auffällt, aber das hat sich wohl geklärt. Aber noch eine kleine Sache, bevor wir anfangen, liebe Freunde. Am Ende des Videos... Oh, Gewitter, halt dein Maul. Am Ende des Videos gibt es noch ein ziemlich nice Gewinnspiel. Und ich bin selber irgendwie aufgeregt, weil es unter anderem damit zu tun hat. Aber nicht direkt mit diesem Kissen hier. Ihr werdet sehen. Kermit Number One. Biatch. Hast du jetzt echt keine Seele wegen roter Haare? Bin 12, hab keinen Plan davon. Liebes Kind, du hast leider vollkommen recht. Seitdem hier empfinde ich keine Empathie mehr. Und das verwickelt mich leider in Situationen wie zum Beispiel diese hier. Was ist los? Erst sind meine Großeltern gestorben. Dann hat meine Freundin mich betrogen mit 5 anderen. Okay. Und mein Penis ist 97 cm lang. Krass, Mann. Aber na und? Warte mal, seit wann ist es cool, ein Arschloch zu sein? Seit Alblali. Wie fühlt es sich an ohne Seele? Es würde sich nach gar nichts anfühlen. Eben weil ich keine Seele habe. Ah! Nee, jetzt mal ernsthaft. Irgendwas muss es ja geben, was mich zumindest ein bisschen interessiert. Hey, Victor. Hau ab, mir ist alles scheißegal. Auch. Das hier? Ist mir immer noch scheißegal. Okay, ich hab's eh ausgetrunken. Welches ist dein Lieblingsspiel auf der Nintendo Switch? Mein momentanes Lieblingsspiel ist ARMS, wie viele Zuschauer wissen. Und es gab auf der E3 ein Turnier, wo der Gewinner gegen den Macher spielen durfte. Mr. Yabuki. Und dieser Mann hat den Gewinner einfach komplett zerstört und ist grundsätzlich so ein cooler Mann. Seitdem wird er auch auf Social Media gehypt bis zum geht nicht mehr. Und ich muss tatsächlich gestehen, ich bin ein riesen Fan von ihm. Und jetzt kommt das Allergeilste. Ich durfte Mr. Yabuki interviewen. Ohne Witz, es war einfach so eine krasse Ehre für mich und ihr könnt das Video angucken. Auf unserem Zweitkanal Bücherclub. Ich habe das Video mal unten verlinkt, gebt es euch. Der Boden des Lava. Ohne Witz, ich finde das Spiel so unnötig. Ah. Selbst wenn da unten wirklich Lava wäre, als würde es irgendwas bringen, auf irgendwelche Gegenstände zu springen. 99% aller Gegenstände würden einfach instant verbrennen. Der Boden ist Lava. Wieso brennst du nicht? Ganz einfach. Ich bin rothaarig. Okay, langsam ist mal gut mit den Ginger-Jokes. Machst du noch einen Songs auf Deutsch? Ja. Okay, meinetwegen. Das Einzige, was ich sehe, sind so schöne Menschen. Ja, Digga, hast du mich gerade beleidigt? Nein. Ich hab dich nicht beleidigt. Nein, 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 Baby. Nein, 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 lüg nicht. Ich lüg doch gar... Ich bin der eine und wie kann mit Zorn und brauch keine Waffe, um Respekt auf der Straße zu bekommen. Hab lange nicht mal reingeguckt. Was ist passiert? Wo ist Yuki und Felix? Hey, bleib ruhig, alles wird gut. Ich weiß, du befandest dich in einem 100-jährigen Schlaf. Warte mal, falscher Charakter. Aber so eine ähnliche Situation hatte ich manchmal auf der Straße. Bist du nicht dieser Alblali? Yo, der bin ich, was geht? Was mit deinen langen Haaren passiert? Also, meine Haare... Und wo ist Yuki? Die ist schon lange... Und was ist mit Felix? Lebt er noch? Was mit Gabi? Ja, den geht's gut. Was machst du überhaupt hier? Bist du nicht in Hamburg? Bruder! Chill, chill. Alles ist gleich geblieben. Ich mag immer noch Bratwurst. Du bist es wirklich, Digga. Vegane. Okay, war eventuell nicht so überspitzt. Aber ja, willkommen zurück, Zuschauer aus 2012. Was passiert, wenn man jeden IB-Mensch übereinander trägt? Oh, shit. Wir wollen hier mal nicht übertreiben. Macht ist zwar schön und gut, aber zu viel Macht bedeutet weniger Kontrolle. Wow. Hey, Mia. Eibladishop.de. Nicht übertreiben. Du erinnerst mich mit den roten Haaren an so einen Schulhofschläger aus einer 80er-Serie. Ich finde, genauso sehe ich jetzt gerade aus. Hey, Jonathan! Hast du mein Pausenbrot dabei? Was denn, Jonathan? Hä? Ich hab kein Pausenbrot. Lüg mich nicht an, Jonathan! Aber ich hab hier einen Gegenstand, der aus der Zukunft sein soll. Ohne Witz, Freunde, ich bin einfach der hier. Kennt das Spiel noch jemand? Was ist, wenn ihr auf einmal deinen Kanal übernehmen würde? Was könnte da noch schieflaufen? Ich habe glaube ich, irgendwie dein YouTube-Passwort geändert. Was? Jonia, mach keinen Scheiß mit meinem YouTube-Kanal. Nein, nein, Quatsch. Warum sollte ich? Hey, Toni! Ja! Mein YouTube-Kanal ist Geschichte.
Oh, hey, war das nicht klar? Und damit kommen wir zum Gewinnspiel. Und zwar habe ich mir gedacht, es wird Zeit, die alten Alblali-Kissen gegen neue auszutauschen. So sieht das neue Alblali-Kissen aus. Es wird aber auch Kissen von Toni und Nia geben. Wie ihr merkt, sind das die Chibi-Version von uns aus der Endcard. Und ihr könnt jetzt eines der drei Bücherclub-Kissen gewinnen. Erst einmal müsst ihr Alblali abonniert haben, weil es ein Gewinnspiel für Abonnenten ist. Und dann schreibt ihr unter das Video, welches Kissen ihr haben wollt und warum. Es wird drei Gewinner geben. Also jeder Gewinner bekommt ein Kissen sozusagen. Viel Glück! Gebt einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Hier meine Freunde, geht's zu den letzten beiden Videos. Und immer schön Alblali positiv bleiben.